choice, go fight against your fate. So Leute, das wird hier ein kleiner 5-minütiger Clip, wo wir uns einfach nur mal Jade anschauen. Ne? Wir befinden uns ungefähr einen Tag vor der nächsten Gacha, ne? Ein Tag, 3 Stunden. Ne? Bald wird wieder eine neue Gacha am Start sein. Ne? Und wie gesagt, sie werden wir ja gar nicht pullen. Ne? Deswegen, ja, kam mir noch nicht irgendwie, weiß nicht, dazu sie irgendwie zu sehen oder zu erfahren oder irgendwie so was, ne? Erfahren, experiencing, wollte ich jetzt sagen, nur in Deutsch, hat nicht so geklappt. So, wir schauen uns jetzt mal sie an. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht gespielt und ja, ich weiß auch, wenn wir sie jetzt nicht pullen, wir können sie ja trotzdem mal anschauen, ne? Wenigstens mit, weil wir jetzt nicht sehen, was wir ja verpassen, ne? So, okay, das Spiel ist noch auf Englisch, ich habe vergessen, das auf Deutsch umzustellen, aber ist ja egal. So, wenn attacken can trigger follow-up attack, no, follow-up attacks. Ich eigentlich Erudition, genau, sie hat so eine Peitsche, ne? Kann ich irgendwie hier noch die Sprache umstellen? Nee, ne? Na gut, dann spielen wir eben auf Englisch, ist jetzt nicht so ein Problem, ne? Müssen uns ja mal angucken, was sie ja so kann, ne? Ich weiß nicht, ob wir das auch schon gesehen haben, als wir die, es gab mal so eine Zeit in der Story, wo wir sie mal ganz kurz gespielt haben, ne? Aber wir kamen nicht dazu, mit ihr zu kämpfen. Also ja, gucken wir uns sie mal an, ne? Und dann und dann geht das hier so weiter in dem Part, was auch immer hier. Warum habe ich hier 3 Dinger? Ich glaube, das ist noch von Zenless Zone Zero. Ja, da unten hat habe ich schon gewundert, warum da unten rechts auch so Dinger sind. So, sie ist Erudition, also so wie Shinsei hier, diese Gacha-Spielerin. Jetzt das ist makes the single and bekommt the Debt Collector increase their speed after the Debt Collector attacks the deal mainer. Okay, ist eine Bufferin. Increase damage multiplier for follow-up attacks. Wie gesagt, muss ich mir jetzt nicht so, muss ich mir jetzt nicht unbedingt merken, weil was? Der normale Angriff kann mehrere Gegner angreifen. Okay. Na klar. So. Den Speed von allen Charakteren zu erhöhen. Einmal kurz. So. So. Was zum Hey? So. Sie kann jemanden upgraden. Dann machen wir mal auf Hertha. Dann machen wir mal ihre Ultimate. Dich. Dann machen wir mal ihre Ultimate. Komm ja mal mehr. Okay, jetzt einmal. Ja, ich war sowas von klar. Hey, eine Schlange. Boah, hinkommen. Okay, das ist das, was Jade drauf hat. Warte, kommt noch mehr. Aber ja, sie hat von klar, sie hat große Mommy Step on Me Energie. Ne, war ja sowas von klar, sie irgendwie solche Moves hat. So, please, Mommy Step on Me. Ne. Und ich weiß ganz genau, niemand am Internet hat was dagegen. Ne, ich muss mal wetten. So, nochmal. So, wie viele Gegner kommen denn da noch? Ja, das mal hat Gestöhne von den Gegnern, die genießen das richtig. So, boom, haben wir die auch erledigt. Und dann, wann auch immer es hier weitergeht, geht es dann hier weiter. Ne? Das wird jetzt hier in den ersten 5 Minuten des nächsten Parts hier reingepackt. Wann auch immer es hier weitergeht. Ich nehme an, die Story geht weiter mit dem nächsten Update in 1-2 Tagen. Und dann kommt irgendwie, glaube ich, diese... Ich glaube, das hat man schon gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das hat man noch nicht gesehen. Ne?
die nächste Gacha ist. Ich glaube aber, da ist diese eine Schwertkämpferin, diese Schwerttänzerin oder irgendwie so was, ne? Ja, da war sie. Aber da war nur die Companion-Mission. What? So, sie kommt als nächstes, diese Tänzerin. Und dann kommt März hier mit ihrem neuen Pfad. Ich glaube, sie ist nur ein 4-Sterne-Charakter. Ich glaube, man kriegt sie sogar umsonst. Irgendwie so was habe ich, glaube ich, gelesen. So, hier steht noch nichts zu der nächsten Gacha. Okay. Aber sie ist in der nächsten Companion-Mission. Sie müsste eigentlich in der nächsten Gacha drin sein. Ich habe nicht so viele Warp-Punkte allerdings. Ich meine, okay, ich habe 14. Na, wenn ich Glück habe, kriege ich sie. Ich hätte sie schon gerne. Ich hätte mir nur gewünscht, irgendjemand anders wäre noch dazwischen gekommen, damit ich noch weiter sparen kann. Aber ja, was soll man machen, ne? Gut. Ich habe danach kommt irgendwie so ein Fuchsjunge. Und ich glaube, Sparkle bekommt auch wieder einen Rerun. Ah, mal schauen, ne? So, das wird jetzt hier in den ersten 5 Minuten des nächsten Parts hier so drangehängt. Und dann sehe ich dann als nächstes hier, wie es weitergeht. Ne? Vielleicht mache ich noch irgendwas anderes noch dazwischen. Ich muss immer noch Sparkles Dingen hier machen, ne? Immer noch Sparkles Companion mischen. Und ja, ich weiß nicht, wann das irgendwann mal kommt. Aber irgendwann wird das schon kommen, ne? So, wenn ich mal weniger Projekte habe, ne? Gut. Alles klar, dann sehe ich euch jetzt hier, wenn es weitergeht, was auch immer wir als nächstes machen. Also bis gleich. Pom pom, bitte. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Boom! Neue Version ist gedroppt und da bin ich da auch wieder am Droppen, ne? Ja, yeah, cool. Wir befinden uns in Version 3.8. Die Story in Pinakuni ist abgeschlossen. Jetzt geht's, glaube ich, wieder mehr so zu. Ich weiß nicht, es gibt irgendwie so zwei verschiedene Arten von Story-Missionen. Einige sind irgendwie notwendig, um die komplette Story hier fortzusetzen. Einige sind irgendwie so Nebengeschichten, die aber auch irgendwie wichtig für die Story sind. Ich habe da nie so gut durchgeblickt, ne? Wenn Topaz zum Beispiel hier auf Bellabock hier ankommt, auf Yarillo 6 meine ich, in Bellabock, das ist, glaube ich, auch irgendwie so eine Nebenstory gewesen, ne? Im Vergleich zu hier diese ganze Story in Pinakuni, da war zum Beispiel alles offizielle Story. Ich blick da nicht so ganz durch, aber hier geht's in der Story weiter und so, deswegen machen wir hier auch weiter, ne? Gut. Wir befinden uns hier in, ich werde den Namen so hart von schrotten, der Zhanzhou Lofu heißt der Ort hier. Und hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Wir waren ja die ganze Zeit immer nur bei Pinakuni, ne? Für die es noch nicht wissen, ich habe ja dieses Projekt hier angefangen, als Pinakuni gedroppt ist, ne? Ich habe das ja nicht von Anfang an alles hier aufgenommen, so wie Genshin oder Zenless Zone Zero. Und ich habe dieses Spiel hier ab Pinakuni angefangen, also Version 2.0. Und ja, deswegen werden einige Leute wahrscheinlich diesen Ort hier noch gar nicht kennen, ne? Das ist der dritte Planet des Spiels, mehr oder weniger. Alles hat hier angefangen, auf der Erde Raumstation, dann ist Yarillo 6, da ist der Schneeplanet und dann ist hier der dritte Planet, ne? Bis hierhin ging das Spiel schon seit Release, glaube ich, oder? Oder bis Yarillo 6, ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, diese drei Planeten waren schon bei Release, ne? Und dann kam 2.0, Pinakuni und ja, das ist sozusagen der erste geerdete Planet per Version. Ja, irgendwie geht's hier weiter, ne? Wenn man hier einmal nach links drückt, dann sieht man hier, was hier alles neu rausgekommen ist, ne? Die Kollegin rechts ist ein neuer Charakter, für den ich vielleicht versuche zu pullen. Und hier haben wir März in einer neuen Form. Ich weiß nicht genau, was der Hintergrund davon ist, aber das werden wir vielleicht sehen. Da steht jetzt freischalten. Ich habe da mich ferngehalten bisher, um noch zu gucken, weiß ich nicht. Kann man sie jetzt schon freischalten oder nicht? Aber da rechts steht schon, glaube ich, vorausgehende Mission. Ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter machen in der Story, um sie erst freischalten zu können. So, hier haben wir wieder einen Testlauf. Einige gute 4-Sterne-Charakter in der Gacha drin. Am liebsten hätte ich ja sie ein paar Mal. Dann habe ich einen weiteren Heiler. Ne, sie ist wieder gerunnt, aber sie habe ich schon. Sie würde ich gerne mal versuchen zu pullen. Ich war irgendwie verwirrt, als ich irgendwie bei Details mal nachgeschaut habe. Und dann gesehen habe, dass sie ein bisschen winzig jetzt. Sie sah so ein bisschen größer aus. Sie sah irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, so größer aus. Sie ist, glaube ich, die gleiche Größe wie sie hier, ne? Ja. Sie ist auch Short Queen hier. Habe ich nicht gewusst. Sie sah ein bisschen größer auf allen Dingern. So, ihre Companion-Mission haben wir. Die wir auch noch nicht gespielt haben, ne? Und das hier ist nicht so. Man kriegt wieder hier, weil eine neue Version ist, kriegt man wieder 10 Dinger hier. Habe ich wieder ein bisschen angesammelt. Das ist dieses simulierte Universum, was hier hinzugefügt worden ist letztens.
Aber egal, wir machen erst mal eine Story weiter. Ich habe mir mal extra, weil ich glaube, es geht auf diesem Planeten hier storymäßig weiter. Ich muss mal kurz gucken. Kann man März schon freischalten? Stimmt mal auf Dreieck. Nein. Ne, da macht man natürlich Garten-Albtraum. Ich weiß nicht, welche Quest das war, aber die haben wir schon abgeschlossen angeblich. Also musste ich irgendwie eine Companion-Mission vorher machen, die ich schon mal erledigt hatte. Ich weiß nicht mehr, welche das ist, aber habe ich wahrscheinlich schon gemacht. Ich glaube, März ist nicht ein eigenständiger Charakter, weil für die Leute, die das nicht wissen, hier der Hauptcharakter, ne, der hat ja eine Harmonie-Version jetzt, ne, aber der hat auch eine Zerstörung und eine Bewahrungsversion, aber die sind hier beide nicht aufgelistet. Was bedeutet, was daran liegt, weil man die Version des Hauptcharakters ändern kann. Ne, man kann die Version des Hauptcharakters ändern, anstatt irgendwie, dass da zwei separate Charaktere sind. Ne, da macht man einmal hier auf Viereck und dann wechselt man hier zwischen. Hier hat er seinen Baseballschläger, hier hat er eine Lanze, hier hat er seinen Hut, ne? Und keine Ahnung, aber März wird irgendwie nirgendwo aufgezeichnet. Also ihre neue Version. Sie ist ja jetzt die Jagd, ne? Aber sie wird ja nicht angezeigt, ne? Und von Dan Hang gibt es zum Beispiel auch zwei Versionen, ne? Einmal ihn hier, ne? Und dann einmal diese Version hier. Und das sind zwei Versionen. Und die können nicht hin und her geswitcht werden. Das sind zwei eigenständige Charaktere. Und das bedeutet, glaube ich, dass, wenn wir die Version von März freischalten, dass sie dann ihr Level behält und ja, dass man die nicht noch mal extra hochleveln muss, weil das wäre ziemlich gut, weil ich habe meine März ganz am Anfang des Spiels noch benutzt, auf Level 60 habe ich sie hochgeballert. Also wäre es ziemlich gut, wenn man sie auch hier, ja, ich habe sogar ein paar, aber die werden alle wieder resettet, ne, bei Dings. Von daher wäre gut, ich würde sie nämlich auch gerne benutzen, nur leider ist Merzes März ist nicht so gut. Dieses Wort würde ich einer der schlechtesten Charaktere in dem Spiel. Sie kann ein Schild auf einen Charakter packen und wenn dieser Schild angegriffen wird, dann, oh Gott, dann kann sie zweimal angreifen. Und das ist ein bisschen dämlich, weil um ihren Schild zu verstärken, muss man die Verteidigung erhöhen. Aber um ihre Angriffe zu erhöhen, ihren Konter und ihre Ultimate, was so ein Angriff auf alle Gegner ist, muss man ja Angriffskraft erhöhen. Und das ist ziemlich dämlich. Also ja, und ein Schild ist, ne, ein Schild auf einen Charakter, der ist ein bisschen stärker als so die Schilde von einigen anderen Charakteren, aber ein Schild auf einen Charakter zu packen, den man dann kontern kann, wenn er angegriffen wird, das ist jetzt ist nicht so dolle. Also sie ist, ihr Charakter ist, ihr Charakter gameplaymäßig ist leider nicht so gut. Deswegen hoffe ich, dass ihre zweite Version ein bisschen besser wird. Ich brauche einige Jagdcharaktere, das sind Charaktere, die viel Schaden gegen einen Gegner machen. Warum hat sich meine Musik hier resettet? Zum Hallo, ich habe normalerweise Sams Thema immer hier. Okay, dann gucken wir mal hier, was hier los ist. Ne, hier geht's irgendwie weiter. In das Nachricht halten, bitte umgehend ansehen. Dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Mit cooler Musik im Hintergrund. Ich bin echt mal interessiert daran, wie März irgendwie auf einmal zu einer Schwertkämpferin wird. Also wie es dazu gekommen ist und so. Hat sie irgendwie einige ihrer Erinnerungen irgendwie zurückbekommen oder so? Sie kann sich ja an nichts erinnern, an ihre Vergangenheit. Jotaro. Ich meine, der Shogun. Er klingt so ein bisschen wie ein Event, aber es ist auch irgendwie eine Story-Mission, deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Aber anscheinend ist das irgendwie auch wichtig für die Story, damit man weitermachen kann. Bin mir nicht sicher. Ist die Musik wieder weg? Beim Trail Blaze geht es da um Spaß zu haben. Yay.
Sag doch nicht so laut, Pompom muss die ganze Zeit auf dem Zug bleiben. Nara, Omae ga nokotte resha no maintenance wo suru ka? Ikitaku nai to wa itte nai jan. Uchi datte nigiyaka na toko ni iku no wa suki da mon. Tada, sono nigiyaka na toko de Samstag. Saturday mitai na no ga dete kite, tekitai shitari shinai ka na tte omotta dake. Rafu wa kiki wo norikoeta bakari da. 演武天礼を開催するのは現在の平和と安全を外部にアピールするためだろう。ピノコニーの時だって似たようなこと言ってたじゃん。ファミリーの保護下では行かなる危険もありませんって。そう疑心暗鬼になる必要はない。演武天礼は調和セレモニーのように。 Aber irgendwas wird doch wieder passieren und dann sind wir mittendrin als nur dabei. ただの祭りだ。天礼の前後に設けられた聖者巡行のパフォーマンスを除けば、剣技や武術を競う大会に過ぎない。俺たちが観戦した大気やモーターボールと同じようなものだ。これだってな。姫子、君はどう思う？ 列車の状況、そしてブラックスワンの提案を受け入れたことを考えると、一度オンパロスで開拓の旅をして、次の目的地に行く前に列車も補給や支援の準備を取り、必要があるわ。ちょうどヘルタが、次の目的地に行く前に列車も補給や支援の準備を取り、ウィスイバーオフト。 ルアンメイトの取引を取り持ってくれたから、出発する前に銀軍ガガプシン駅から小銃の亡骸を持ち帰ろうと思っていたの。それを考えると、少なくとも帰ってくるまで数週間。じゃあラフには行けないってことか。みつきちゃん、いい人間関係を築くためのあれこれは 大人として支払わなくちゃいけない必要経費なの。ラフが私たちを招待してくれたなら、友人として請求列車もそれに応じないと。今考えてるスケジュールとしては、まずパムが全員をラフに送り届けて、あんたとミツキちゃん、炭鉱の3人は列車の代表として、そして私とベルトはそのままルアンメイトの約束を果たしに行く。 Ich will auch mit Leviathan Fossilien spielen. Hört sich toll an. Teilen wir uns in Gruppen auf. Dann hangen wir sowieso wieder auf dem Zug bleiben und nichts machen. Außer am Ende. So immer so. Okay. So, Reiseplan mit 7. März und Donnerhagen. Gagapushin-iki. Kanojo wa asoko de nani o mitsukeyou to shiteiru nda? Kore made no kojū ni kansuru kenkyū ga shōmei shite. Ja, es hat unser nächster Planet, der Kalenga-Abgrund. Seibutsu nitsuite nani mo shiranai toyūkoto dake da ga. Immer noch nicht Punk-Lord. Oh. Ich will Silberwolfs Planeten sehen. Kagaku ga subeki nano wa muchi toyū kabe ni ana o akerukoto da kara. Die Unterhaltung der beiden Erwachsenen ist mit komplexen Fachbegriffen gepickt. Von spektakulären. Kommt bald zurück. Ist ein bisschen wahrscheinlich in Charakter, dass ich nichts verstanden habe jetzt, ne? Ja. So, waren ja nur die beiden. So, er ist am Heulen, weil ich noch nicht seine tägliche Dings gemacht habe. Aber der ist jeden Tag am Heulen. Ich bin schon gar nicht mehr. 50の化石と演武天礼だったら、やっぱ演武天礼の方が面白そうだもん。そうだ、炭鉱、今回はうちらと一緒にラフに行くよね。お前たちだけでラフを歩き回らせるのは不安だからな。ベアテアゲットマンフォンツーコンタ。剣木の災いは収まったばかりだ。証明主も探明主もきっと未だに恐怖を感じていることだろう。 将軍がこのタイミングで演武天礼を開催すると決めたのは
Was wird denn dann Neues passieren? Ich habe gesehen, die Gegner-Einträge sind neue Gegner aufgetaucht. Aber ich weiß natürlich noch nicht welche. Es wird auf jeden Fall neue Gegner geben. Wahrscheinlich neue Gebiete und so, ne? Hey, da waren wir gerade. Welche Erinnerung? Könntest du bitte etwas ins Detail gehen? Wir haben Kafka getroffen. Was? Zurück. Okay, mein Daumen war auf den X-Knopf, aber ich habe den noch gar nicht gedrückt. Ich habe den doch höchstens nur gestreichelt. Definitiv ungewöhnlich. So, whoop. Danilo, ich habe die Nachricht der Himmelsreisekommission gesehen, wonach der Express seine Reise beendet hat. Seid ihr alle schon auf der Lofo? Gerade im Hafen des Sternskiff angekommen. Der General hat mich geschickt, um euch alle im Hafen des Sternskiffs willkommen zu heißen. Bis gleich. Ich versuche mich gerade zu erinnern, hier die Story irgendwie so ein bisschen zusammenzufassen. Ich rede. Hier ist irgendwie so viel passiert. Irgendwie Kafka hat uns hier hingeschickt zu diesem Planeten. Wir wollten eigentlich irgendwo anders hin. Aber dann hat Kafka sich als Hologramm irgendwie auf den Express geportet und gesagt, hey, hör mal, geht mal lieber dahin, ne? Und da, weil da ist irgendwie ein Stellaron oder so, ne? Und da sollen wir uns drum kümmern, ne? Dann haben wir Kafka da getroffen, mit der haben wir uns ein bisschen unterhalten. Die wird gefangen genommen von hier Fushwan, das ist dieses pinkhaarige Mädchen, das man oben rechts hier sehen kann. Hier. Das Mädchen, ja. Die habe ich auch schon ein paar Mal im Team gehabt, ne? Die könnte ich eigentlich auch ins Team nehmen, ne? Wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ich habe jetzt Tengyon mitgenommen, weil die haben wir noch gar nicht. Habe ich die überhaupt noch ausgerüstet und so? Ich glaube, ich habe die gar nicht mehr irgendwie so ausgerüstet. Wenn doch. Oh, sie ist aber nicht auf dem Laufenden. Oh, sie hat aber so viele Sachen. Ich weiß ja nicht, ob ich irgendwie noch dazu komme, irgendwie zu kämpfen, weil manchmal nehme ich ganze Parts auf und es kommt überhaupt nicht zum Kampf. Bis jetzt sieht er noch nicht so aus, als würde jetzt hier irgendwie was passieren. Ja, keine Ahnung, Kafka haben wir ja gefangen genommen für eine Weile, dann hat sich wieder befreit, Blade ist aufgetaucht, das ist hier der Kollege, der hat sich ein bisschen mit Dan Hang gezankt, weil die irgendwie so ein bisschen Geschichte miteinander haben. Sie ist auch aufgetaucht, glaube ich, oder war ich glaube, das war in ihrer Companion Quest, ne? Die beiden sind irgendwie so bekannte Schwertkämpfer in diesem Planeten, gibt es irgendwie so eine Gruppe von Schwertkämpfern, der General ist auch so einer, glaube ich. Und ich glaube, die vierte, das ist irgendwie auch eine, die so Fuchsohren hat oder so. Ich glaube, die ist irgendwie, die kommt irgendwie auch mal in der Gacha vor. Aber was irgendwie nicht sein kann, weil die angeblich tot ist. Deswegen wundere ich mich da, ne? Aber die sind alle irgendwie so Mitglieder von dieser Gruppe, von diesen Schwertkämpfergruppe. Und ja. Die haben sich ein bisschen gezankt. Hier der Junge, der uns gerade hier Nachricht geschickt hat, der hat sich mit Blade und dann Hang gekloppt. Da kam diese wie heißt er nochmal, Eminatoren, ja, so wie Archon. Und da war diese große Lady, die wir bekämpfen mussten, die irgendwie diesen riesigen Baum gepflanzt hat. Kann man den von hier aus irgendwo sehen? Ich glaube nicht, ne? Der müsste irgendwo da sein, wo der ganze Nebel und so herkommt. Und ja, die hat irgendwie versucht, irgendwie hier die Weltherrschaft an sich zu reißen von diesem Planeten, und die haben wir besiegt und dann haben wir die Welt hier gerettet, ne? Also das ist sehr, sehr schlecht zusammengefasste Zusammenfassung von was auf diesem Planeten passiert ist. もしかしたら名前は聞いたことがあるかもしれませんが、私たちはピノコニーというところから来たんです。今回先週に来たのは面白い。いや、これはですね、ガーカンプラネット、これはですね、そのワールド、そのシップ。
Also dieses ganze Gebiet ist sozusagen so ein riesiges Luftschiff, das über dem Planeten schwebt. Habe ich aber irgendwann mal auf dem Planeten da gehen. Warum fragt ihr nicht die Einheimischen? Jetzt sobald ein Fest am Laufen. ピノコニーのおすすめ観光スポットは時から言わないんだもん。実際うちらもそうだし。演武天霊の Ist also noch größer als das Feldspat Lumina. Das ist, glaube ich, der Ort, wo wir uns gerade befinden. Das hat ganze Ding, wo wir uns hier befinden. ピノコニーの日常的な無調にはない特殊な体験を探しているんです。私たちの顧客はそういう夢の泡を体験するのが大好きなので。ね、ここに一番詳しいのはあんたなんだから。確かに、さっき、ダンハンギだ。エクスペクト、da kommt doch von hier. Auromalee, Fuchsfeengarten, ein bisschen gruselig, Schuppenklamm. Geh doch zur Aurum Alley. Da sind Zuschauer und Kneifen. Fuchsfeuergarten sieht auch schön aus, aber da sind Geister. Kann ich wohl gleich da hingehen und treffen? Den kann ich irgendwie nicht ernst nehmen. Ihn gibt es nämlich auch als Boss. Und es gibt ein Achievement, wenn man den Typen erledigt mit Dan Hang, mit Kafka, mit Blade, mit Jing Leo. Deswegen ist er so eine kleine Meme irgendwie so, der von jedem in den Hintern getreten bekommt. Ah, da hinten im Hintergrund sieht man auch die Wanted Poster von Blade und Kafka. Wow. Ja, du bist definitiv größer. Genau, dieses eine Tanzmädchen. Welche Neues? Ich glaube, das ist irgendwie seine Freundin. Irgendwie sowas habe ich da gehört oder so. Und Blade soll irgendwie der Onkel sein? Irgendwie, ich weiß es nicht. Das sind immer so Sachen, die ich irgendwie herausgefunden habe auf Hiroyo Lab hier, diesen Reddit-Seite von Honkai Star Rail. Aber ich glaube, das wurde irgendwie auch so erwähnt, so in Ingame-Text und so, ne? Aber ich weiß es nicht. ここには他の童貞に住んでる人だけじゃなくて、みんなみたいに遠くから来た人たちもたくさんいるんだ。何しろ、演武天霊が目前に迫ってるからね。星座界の利用者数が一気に増えて、
武道の警備の仕事も手落ちがないようにって普段の何倍も忙しくなってる。将軍が言ってたよ。ラフを災いから立ち直らせるには、演武天霊が必要なんだって。武徳を示せば民の心を落ち着かせ士気を高められる。それだけじゃなくて、天霊の場に UFO の客人を招待して貿易と平和を促進させることもできるから。 同盟は今回の典礼をすごく重視してるんだ。なんてたって、シュメイと妖精の2つの選手がお祝いのために使者を派遣するって話だからね。ええ、die was?そう、先生はシュメイが先生探路って呼ばれる。シュターンシュミーレ。ああ、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 
Okay, vielleicht kennen die sich doch nicht. Ich meine, ich habe da irgendwie was gelesen, aber anscheinend kennen die sich doch nicht. So, hat ja gerade das Schwert von ihnen geklaut. So, ich meine, nehmen wir jemand anderen. Also warten wir mal greifen. Ja, wegen den beiden. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Sie hat die Stimme von... Ja, sie hat aber nicht so wenig. Ja, okay, sie hat auch wenig HP, aber sie ist halt nicht so auf HP und so. Ne? Sie hat ein 5-Sterne-Ding ausgerüstet, mein Gott. Sie ist die Stimme von Marin aus My Dress Up Darling. Hier, diese Blondine. Vielleicht einen Schritt gehen und zeigt, wie die nächste Katze kommt. Macht doch direkt die ganze Katze hier. Okay. Kollege, kannst du das Gewehr irgendwie mal aus deinem Gesicht rein? Aus ihr Gesicht nehmen? Er hat das voll vor das Gesicht. Zwing mich nicht, das hier zu benutzen. ラフに届けるものではありませんし、カンパニーの特許技術が使われているんですよ。何の権利があって検査するんですか？ラフに入港する貨物は全て検査しなければならないと規則で決まっているんです。 私たちは入港なんてしていません。ポリジンの襲撃にあったから、ラフの港に避難せざるを得なかっただけです。まだまだ続きそうだね。結論が出ない言い争いには関わらないようにした方がいい。Na, lass uns darum gehen. Wir müssen uns ja nicht um alles kümmern, ne? Da kommt wieder was, ne? Pass auf. Ne, okay. この正体の隊長は? 状況を説明してほしい。私です。申し訳ありません。見張りを怠りました。全て私の責任です。演武天領を目前に控えた今、最優先すべきはラフの安全と安定の維持だ。それなのにどうして制作会に堀の囚人が。Sind irgendwie Leute, die sich in Werwölfe verwandelt haben. Aber die Leute, die sind ja hier so, die haben ja so eine, ich habe den Namen von denen vergessen, aber die haben ja so eine Rasse hier, diese Fuchsrasse. Verwandeln sich Leute irgendwann in die oder was? Wenn die nicht aufpassen. Wer bist du? Warum redest du mit mir? 今回のことは想定外の出来事で決して体調のせいではありません。ラフで積み替えをするカンパニーの輸送船が到着直前にホリジンの襲撃に遭いましてね。シュメイの施設艦が助けに向かい、ホリジンの強盗を捕らえて船内に収容したんです。ラフが航行する中域でカンパニーの艦船がホリジンに襲われて、シュメイの施設が彼らを救った。 なかなか複雑なことになってるんだね。いや、複雑だと思う。あれに involviert。シュメイの施設艦は規則に従い客船用の不当に船を止め、この囚人たちをラフに引き渡したのですが、ここ最近数え切れないほどの外郭がラフに押し寄せ、精査の航路が大変混雑していることはあなたも知っているでしょう。 護送用の精査と航路の完成を待っている間に追い詰められたホリジンが突拍子もない行動に出た。それで先ほどのような騒ぎになったというわけです。この囚人たちは即刻優秀国まで護送します。なるほど。本当に急を要する事情があったみたいだね。この件は地公使の治安庁に報告して後始末に協力するよう言っておくよ。 Aber ihr sagt mir, wir müssen nicht auch die ganze Zeit dabei sein. Wir sind ja für was anderes. Die Wolken haben die Menge beruhigt und sich wieder aufgeteilt. Auf der Straße herrscht wieder Ruhe und Frieden.
Du hast die Borisin genannt, Kobolde. Man stimmt mir mein Charakter nicht. Lass mich raten, wir müssen mit dem Frieden schließen oder irgendwie voll einen riesigen Konflikt hier lösen, ne? Schwarmkatastrophe. Darum geht es im simulierten Universum. Wir haben dieses eine Ziel. Wir wollen, dass du dahin gehst. Lass erstmal noch 5 andere Sachen davor packen. Ich dachte, sie wäre irgendwie seine Freundin oder so. Also haben das Leute irgendwie so erraten oder so? Keine Ahnung. Ich meine irgendwie, das war schon vor langer Zeit irgendwie bekannt oder so. Keine Ahnung. Oder verwechsel ich da gerade einen Charakter? Meinen wir, es wird bestimmt interessant. Ja, man hat wahrscheinlich nur Leaks, die irgendwie nicht gestimmt haben, also. Oh Gott. Ach, der ist doch sowas von böse. Oh Gott, der ist so einer von diesen Borisins oder so, ne? So, oh. Da kriege ich eiskalten paar Erfahrungspunkte und so. Na ja, gut, dann hier ist nicht richtig. What? Auf der Karte sieht aber anders aus. Gesagt, das soll ja reingehen, aber jetzt auf der Karte anders aus. Mit auch so einem kleinen Short King wie ein Pinakuni. Ich glaube, die von Honkai Star Rail haben neue Modelle zur Verfügung. Jetzt kommen sie direkt und tun neue Charaktere dafür hinzufügen. Ich habe auf Pinakuni von dir geträumt. Ja, diese eine Cutscene, ne? Ist noch nicht mal gelogen, also. Das könnte man auch sehr falsch verstehen. Wer ist er? こちらは先週指名の職員将軍海援殿だ。そうかしこまる必要はない。今回は将軍として来ているわけではないからな。普通の観光客と何も変わらん。
Der Typ wird so was von Merzes Schwert schmieden oder irgendwie so was, ne? Irgendwie so was. Und dann wird sie zu einem Schwertmeisterin. So was von gespannt, was der Grund dafür sein wird, dass sie auf einmal mit dem Schwert kämpft. Freue mich, dich kennenzulernen, General. かしこまる必要はないと言っているだろうに。今日のわしはお前さんたちと同じラフの客人だ。軽言、この3人が前に言っていた剣木の危機を救ってくれた救世主か。 Hey. あ、炭鉱だ。爆発さん、次そした彼の力がなければラフは今回の災いを簡単に乗り越えることはできなかっただろう。陰月君の構成が再びラフに戻り、演武天礼に参列するとはな。機会があればお前さんと一杯やりたいものだ。お呼びとあればいつでも。 ところで、そこにいる子供は？私の弟子の元凶だ。まだ若いから護衛としてそばに置き、経験を積ませようと思っている。今回の演武天礼でもラフ運気軍の代表、守り人として各来訪者の挑戦を受ける予定だ。いい、実にいい。 今日だけでこれほど多くの優秀な若者に出会えるとは。ここまで来た甲斐があったというものだ。ああ、そうだ。年を取ると忘れっぽくなっていかんな。こやつはわしの孫弟子のウンリだ。君は？ああ、あなただったんだ。こんにちは。 Das ist das Gefühl, sie hat einen vollkommen anderen Charakter, als was ich ursprünglich gedacht hatte. Wer wird sie zu seiner Freundin im Laufe dieser Story? それについては先にお礼を言いたい。ありがとう。でも君は現場を離れるとき、ついでに僕の秘剣を持って行ったよね。秘剣？ああ、どうして荷物の中に突然剣が増えたのか不思議に思ってたんだけど、あなたのだったんだ。そうだよ。せっかく再会できたんだし、できれば。 それは無理。無理。この剣を返してほしいんだよね。それはいいけど、こんな風に簡単には渡せない。戦場で失った剣は戦場で取り戻すのが使命のルールだから。この剣だって同じ。空を飛んで逃げたホリジンを撃つはずだったのに、持ち主が心を乱したせいで、 翼が折れた飛びみたいに標的を見失っちゃった。なんか、そんなさっきクラウド。私が剣を取って目標に命中するよう手助けしてなかった。あれや、ティングのワンね。とっくに逃げてた。ウンリさん、君は何も言わずに僕の剣を持っていった。それなのに平気な顔で持ち主に返すのを拒むなんて、どうしてそんなことができるんだ？ラフの剣士って。 所詮この程度なんだ。 今何て言った？
あなたが正々堂々私から自分の剣を取り戻せば私だって納得する。でもあなたはそうしなかった。問題を矮小化してみんなの前で適当に剣を返せなんて言って。率直に言うけど、あなたは敵を殺して身を守ってくれる剣に敬意を払ってない。この剣にはふさわしくないと思う。君、もしかして黙って人のものを持っていくのは泥棒だって教えてもらわなかったの？どうしても剣を使えって言うなら仕方ない。今から1対1で。元凶。うん、それでいい。今日決着をつけよう。私はホリジンみたいに簡単に倒せる相手じゃないけど。もうそれ以上喋るな。早く元凶君に謝らんか。おじいちゃん、一体どっちの味方なの？おじいちゃんは、おじいちゃんはどっちの味方でもない。ちょっとした誤解があるだけだ。謝るほどのことではない。主命で剣術と技術の頂点に立つ者は炎林八王という美名で生きている。そこに名を連ねるウンリさんは確かに炎のような子だ。 Wir haben 8 Leute, das ist busy. 何が美名だ。どこぞの物好きなやつが運気軍にとって迷惑にしかならない虚名をでっち上げているだけだろう。運理はただの人見知りの激しい人付き合いが苦手な子供に過ぎん。すまないが多少の無礼は多めに見てくれ。諸君、私はカイエン殿と話がある。客人と運理さんの旅館の宿泊手続きはひとまず元凶君に任せる。後で時間を見つけてゆっくり話そう。請求列車がラフを危機から救ってくれたことについてしっかり感謝を伝えたいからな。そんなにかしこまらなくていいのに。もう何回も感謝してくれてるじゃん。どうやら間が悪い時に来てしまったようだな。3人とも許してくれ。そんなことはありません、カイエン将軍。ほれ、行ってこい。これを機にしっかり元凶君の誤解を解くんだ。はいはい、確かに誤解は解くべきものであって深めるものじゃない。でもまだ旅館には行かない。レーサーお姉ちゃんに会いたいの。ちょうどラフに着いたところで腰を落ち着かせるために手伝ってくれる人を探してるみたいだから。元凶、客人の案内が終わったら私の代わりにもう一度構造士に行ってくれるかい。カンパニーの船が襲われて押収されたそうなんだが、カンパニーの社員が船にある貨物を取り戻したいと抗議していると生族から報告があったんだ。私の代わりに彼らをなだめてくれないか。あまり強く出る必要はない。ただラフは彼らの権利を侵害するつもりはないとだけ伝えてくれ。了解、将軍。Na gut. So. Na, wie geht's? No, Katzen. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Das ist nicht mal annähernd der Charakter, den ich mit mir bei ihr vorgestellt habe. Weil mich dich kennenzulernen, Juli. Können Fremdlinge daran teilnehmen? Natürlich. Unki-gun が設置した演舞台はよそ者でも参加できる。武徳を示すためにね。あと、選手が選んだ森人に勝てたら、賞金と商品が手に入るだけじゃなくて、名声を上げることもできるんだ。どう？参加したくなった？Ich liebe Belohnungen. Was ist dieses Flammenrad-Oktett? それは部外者が主命の運気軍と構造士にいる。
Also wie diese vier Schwertmeister. Ich glaube, diese vier Schwertmeister sind dann viel stärker, weil Blade und Jing Liu, die haben Yang Qing absolut zerstört. Die beiden haben irgendwo auch mal in einer Cutscene gegeneinander gekämpft, also Blade und Jing Liu. Also das ist diese eine Lady, die ich auch gerade in der Truppe habe, diese blauhaarige. Ich habe gedacht, der Charakter wäre irgendwie mehr so ähnlich wie Nilo aus Genshin Impact, welche ich auch vor kurzem gezogen habe. Aber du hast dein Schwert ja wirklich genommen.私は実力で持っていっただけ。奪ったって言われるのはまあいいとして、泥棒扱いするなんて。ありえない。それにこの剣は今主人を恐れてる。自分の剣を大切にするって言っておきながら、それが今どんな状態なのかも分かってないのは一体どういうことか。逆に私が聞きたいくらい。元々彼の剣を手元に残しておくつもりはなかったし、この機会に返そうと思ってたんだけど。 Alles klar. Die beiden werden sowas von zusammenkommen am Ende. Du kratzt den Kopf bei den Gedanken, welche Ungemach Yang Qing noch erwartet. Durchfährt ein Kribbel deinen Kopf aus, während du abgelenkt warst. Ist das junge Mädchen bereits alleine weitergezogen? Woher weißt du nicht? So, wie sieht's mit euch aus? Der war doch gar nicht unhöflich. Er hat voll förmlich darum gebeten, dass sie ihm das Schwert wiedergeben soll. その場で怒って切り捨てていたかもしれんな。元気君はもうお前さんの悩みを解決することができる。だが運理は子供のままで剣以外のことに興味を示さない。今回演武典礼に参加させるために運理を連れてきたのはあの子の剣式を広めたかったからなんだ。 Ah, ich gucke gerade, läuft Yukong eigentlich auch noch hier rum? Die ist, glaube ich, auch immer hier am Rumlaufen. Ne? Ist auch eine spielbare Charakterin. Verlasse den Palast. So. Ich dachte, sie stand jetzt schon wieder da. Gut, aber bevor wir ja weitermachen, würde ich sagen, ich mache einen Schnitt. Ich muss ja noch daran denken. Ich habe ja noch 5-6 Minuten hier aufgenommen davor, weil ich hier Jade einmal kurz ausprobiert habe. Ne? Und das muss ich noch dazu rechnen. Da kann ich mich hier hinsetzen. Da liegt was. Na gut. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt schon Gacha spielen werde für sie. Ich könnte ja schon mal die 20 Dinger hier, die 20 Tickets, die ich habe, verbrauchen. Ne? Was ich aber verbrauchen werde, ist hier diese Standard-Tickets. Ne? Kann ich mich nicht wirklich hin. Aber kann ich ja gar nicht hinsetzen in den Spiel. Ich werde meine Standard-Tickets werde ich schon mal hier verballern, ne? Weil da ist ja wieder ein neuer Monat. Da konnte man sich wieder 5 Dinger holen. Und das habe ich natürlich gemacht. Also gucken wir mal hier rein und guck mal, was wir hier so bekommen, ne? Blödig. Da ist 5 Sterne. Was? Oder? War das 5 Sterne? Ja. Was? Okay. Wer oder was? Okay, nur die Stille bleibt. So, Himeko wäre natürlich klasse. Boah, Clara, schon wieder Clara. Ausgezeichnet. Ich glaube, jetzt habe ich einen Skill Mount zu erhöhen, ne? Okay, ja, nehme ich. Warum nicht? Ne? Clara benutze ich noch hin und wieder.
So, ah, schon der zweite. Erhöht nach dem Einsatz der Ultimate den Angriff für 2 Runden um 30%. Das ist ehrlich gesagt nicht schlecht. Also ein bisschen mehr hätte ich mir schon Himeko gewünscht. Aber 30%, das ist eigentlich nicht schlecht. Habe ich gerade noch bekommen. Nur die Stille zählt und die Liebe. Ich glaube nicht, dass ich das benutze. Ich glaube, das ist für Dunhang ein. Den habe ich schon. Nein. Das heißt, das Ding muss ich verwerten. Wie mache ich das nochmal hier? Nein. Doch. Ah, Verschwendung. 30, ja, für die Jagd. Ja, schon voll hochgeballert. Mal hier auf Screen. Ich würde sagen, wir tun aber trotzdem noch mal 20 von denen hier verballern schon mal, ne? Ich glaube, die nächste Gacha, in der nächsten Gacha kommt, glaube ich, eher hier, ne? Hier unten links der Typ, ne? Hier der Fuchstyp hier unten, den man da sehen kann. Der kommt, glaube ich, als nächstes. Spitzenduell unter dem Blau, Teil 1. Oh Gott, da geht er noch weiter dann. So. Ich hätte eigentlich schon gern, ich finde sie interessant. Auch vom Charakter jetzt mittlerweile. Ich weiß nicht, ob ich bei 20 schon was bekomme, aber versuchen wir mal. Ne. Und den. Ja, das war 4 Sterne. Ich weiß nicht, ob noch neue 4 Sterne Charaktere oder so kommen. So, links. So, oh, den habe ich noch nicht. Nach dem Fall der Harmonie. Zeig mal, ja, also bestimmten Harmonie-Dingen. Ne? Ich habe übrigens gemerkt, ich habe jeden Harmonie-Charakter in diesem Spiel, den es gibt bisher. So, die Folge sind nur Figuren auf der Gefahr der Gelehrsamkeit. Mit dem Bruch-Effekt des Trägers um 28, nachdem der Träger ein Ultimate eingesetzt hat, wird seine Geschicklichkeit für 2 Runden um 8% erhöht. Gelehrsamkeit, das ist doch hier. Charaktere mit Massen, ne? Ich weiß nicht, die Gelehrsamkeit, also Shinchei, ne? Theater, genau. Da bin ich gerade ehrlich gesagt einen am Hochleveln. Ein Ding. Der 5-Sterne-Ding, ob man jetzt hier bekommen kann im Hertha-Shop. So, einer mit. Ja, vielleicht erstmal gucken, ob neue Blau-Sterne. 3-Sterne-Dinger hier dazu gekommen sind, aber ich glaube nicht, ne? So, ich habe nicht so viele Charaktere, die damit von, aber egal. So, noch einmal, komm. So, dann habe ich noch 13.000, da habe ich sie kriege. Ist, glaube ich, ein bisschen unwahrscheinlich, aber wir können es ja versuchen, ne? So, das war auch noch 4 Sterne. Aber all or nothing. So, ey, wenigstens sie. Oh, schön, weil sie benutze ich wenigstens Heilerin Leveln und oh mein Gott, na, das habe ich schon. Habe ich schon komplettiert, glaube ich. So, ah, wenigstens links. Wo ist sie? Hanya, wo ist sie? Habe ich sie nicht auch schon auf Level 80 gemacht? Da bin ich gerade dabei. Ja, hier. Sie ist nämlich auch dabei, aber sie habe ich schon auf Maximum. Da bringt mir das nichts. Und wer war da noch? Yukong, ne? Aber Yukong benutze ich nicht mehr. Ich habe sie mal eine Weile lang benutzt, aber mein Gott, links. So. So, hier habe ich nur einen. Verbündeter mit Überlebensreaktion kann einmal Wirkung eines Debuffs widerstehen. Nicht schlecht. Ich habe gern meine Heiler voll maximiert. Galaga, für Galaga hat das Wunder gewirkt, ey. So, ja, okay, sparen wir noch ein bisschen weiter. Ne? Mal kurz gucken, wie viele Dinge habe ich hier. Jetzt nur kann ich das hier wieder umwandeln, ne? 29, ne? Aber das muss jetzt noch nicht so unbedingt sein. Ich wollte sowieso nur ein Part aufnehmen, das sparen wir uns noch so ein bisschen auf, bis hier die Story weitergeht. Ne? Aber ich habe schon mal 2 Dinger hier angefangen. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Story hier und dann sehen wir mal, wie es hier so weitergeht. Ne?
Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage ciao.